Dankeschön, aber erstmal geht's hier actiongeladen weiter. Bei The Division 2 immer noch in der Public Beta. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses postapokalyptische Third-Person-MMO-Shooter-Projekt. Wir sind hier gerade fertig mit unserer ersten Nebenmission. Direkt nach unserer ersten Hauptmission. Und wir gehen jetzt zurück zum Weißen Haus, um da unsere gewonnenen Fertigkeitspunkte gegen gute Gadgets und weitere Fähigkeiten einzutauschen. Oh, wow, wow. Seid ihr böse? Nein, ihr seid cool, ne? Hallo? Ihr seid nicht cool! Ich dachte, patrouillieren gilt nur für unsere Truppe. Damn, 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 damn. Wow. Wow. Die sah noch so böse aus, habe ich mir gerade gedacht. Ich hätte mich schwer gewundert, wenn die von unserem Trupp gewesen wären. Nein, du wirst dein, Mann. Nicht wir. Du wirst dein. Nicht wir. So. Wunderbar. Okay, alles klar. Also, ja, zurück zum Weißen Haus. Dann die Fertigkeitspunkte beim Quartiermeister eintauschen gegen neue Gadgets und Fähigkeiten. Dann haben wir noch jede Menge Ausrüstungspunkte. Wir werden unseren Short verkaufen. Es lohnt sich richtig, hierher zurückzukommen. Dann haben wir die nächste Nebenmission und dann geht's direkt weiter zur nächsten Siedlungsmission und so weiter und so fort. Also zu tun hat man hier auf jeden Fall immer in diesem Spiel. Noch ein Portable Device. Das ist ja super, Mensch. Heute scheint unser Glückstag zu sein. Unser absoluter Glückstag. Nein. Ein Rucksack. Wo ist das Telefon? Da drüben, okay. Okay, people, let's keep this ball rolling. Ramon, what have you got? We've got the Iowa delegation on board if they get the amendment about biofuels. How many are left in the Iowa delegation? Four. Now, the rest are all sick. Well, let's hope those four stay healthy. Who else can we count on? Hey, just got this. The junior senator from Nebraska just sent her staff home for the duration. Damn it, we were counting on her support once we got through the house. You have to wonder if it's worth it. What is? This? Yeah. I mean, it's getting really bad out there. Shouldn't we be, you know, doing something else to help? You mean instead of trying to push through an energy bill with the world falling to pieces? Well, yeah. Look, sooner or later this is going to pass. And when it does, all the problems we're dealing with now, they'll still be there. So it makes sense for us to keep trying to deal with them, because someone has to. And because we're at the bottom of the pay scale. That too. So, wo kommen wir jetzt wieder rein ins Weiße Haus? Ja, ja, ein weiterer Stufenaufstieg. Neue Fertigkeitspunkte freigeschaltet. Wir müssen hier wieder rein ins Weiße Haus. Wir sind das letzte Mal über so ein Gartentor reingekommen. Ich glaube, das ist hier drüben. Oh, ein Hund. Hallo. Na, du? Und noch ein Reh. Mach bloß, dass du wegkommst. Da ist ein Hund da vorne. Oder komm mit rein, genau. Ich zeig dir das Oval Office. Du hast einen Freund mitgebracht. Sehr schön. Sind wir einmal rumgelaufen. Ah, da drüben geht's rein. Base of Operation Eastgate. Cool. Ah, fühlt man sich auch gleich wieder wie zu Hause. Wir sind in Sicherheit. Guten Abend, offline, schade. Noch? Wahrscheinlich dann im Hauptspiel verfügbar. Oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dieser Public Beta. Ne, Private, Entschuldigung. Private Beta. Private Paula. Da ist er. Quartiermeister. Mensch, ich grüße dich. Das glaube ich, das glaube ich. Einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. Einen haben wir, ne? Hm. Ich würde gern mein Geschütz leveln. Geht das? Kann ich das noch irgendwie effektiver gestalten mit Mods oder sowas? Vorteile? Mit E können wir... Nee, können wir hier gerade nicht. Wir könnten jetzt die anderen Drohnen und Co. freischalten, aber irgendwie... Im Beta nicht verfügbar. Schade, hier auch nicht, ne? Auch nicht. Damn! Schade. Ist auch ganz viel nicht in der Beta verfügbar, aber es ist halt nur eine Beta, ne? Das darf man nicht vergessen. Nö, nö, nö.
dann interessiert mich das nicht. Dann muss ich die jetzt ausgeben, die Punkte, oder bleibt dann diese olle Anzeige die ganze Zeit da unten? So, Fertigkeiten, Varianten. Sie haben genügend SAD-Technologie, um Ihre erste Fertigkeiten-Variante freizuschalten. Wählen Sie eine erworbene Fertigkeit aus, welche Sie um eine zusätzliche Variante erweitern möchten. Oh, okay, dann machen wir das halt nochmal. Und jetzt muss ich das hier nehmen, sonst stresst du mich, oder? Ja, wir machen das jetzt mal. Das Geschütz mit der Scharfschützen-Variante. Oh yeah! Die neue Fertigkeiten-Variante ist jetzt in Ihrem Inventar verfügbar und kann in Ihrem Fertigkeiten-Plattform-Menü ausgerüstet werden. Ändern Sie Ihre Fertigkeiten-Variante, indem Sie Space drücken. Mehr Varianten freischalten. Sammeln Sie mehr SAD-Technologie, indem Sie SAD-Technologie-Einsätze spielen, Stufen aufsteigen und Orte mit SAD-Technologie plündern. Kehren Sie zur Operationsbasis zurück, um weitere Fertigkeiten-Varianten freizuschalten. Tutorial beenden. Jetzt reicht's aber auch. Ja, haben wir noch einen Punkt? Ja, aber. Wir könnten jetzt noch die Drohne ein bisschen erweitern. Oder die Suchermine haben wir auch. Sehr schön. Oh, mit einem Sprengsatz. Ja! Die nehme ich. Die will ich haben. Freischalten, bitte. Yeah! Cool. Suchermine Variante freigeschaltet. Aber das ist halt nur ein Gegner, der da eliminiert wird. Oder halt nur die Menge an Gegnern, die auf einer Stelle stehen. Ganz ehrlich, ich bin immer noch ein Freund des Geschützes. So, Vorteile. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir noch zweimal SAD-Technologie. Waffenplatz haben wir schon. Fertigkeitenplatz. Eine weitere Fertigkeit kann ausgerüstet werden. Insgesamt können also immer zwei... Ja, das ist doch cool. Das kann ich doch machen. Dann können wir die Suchermine und das Geschütz gleichzeitig ausgewählt haben. Wunderbar. Auffüllen, Reparaturkits. Nee. Nee, nee, nee. Gesundheit, Leo. Dann nehme ich noch genau ein bisschen was gegen den Rückstoß der Waffen. Ein Griff, ein Kurzgriff, Unterlaufanbau. Ich hoffe, den kann ich auch an unser aktuelles Gewehr ansetzen, anlegen, anbauen. F war das, ne? Genau. Ja, geht alles. Man muss es nur wollen. Mikroleuchtvisier, nee, unten sollst du machen. Hier, genau. Incoming backup request. Yeah. Aber sonst haben wir nichts, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich das nicht auch anklicken? Ja, anklicken geht auch. Aber hier haben wir noch nichts. Hier auch nicht. Okay. Aber trotzdem schon mal ein klarer Fortschritt. Schrott haben wir alles markiert, ab zum Verkäufer. Bist du das? Low prices! Digga, was geht? Schrott verkaufen. 484 postapokalyptische Dollar. Ja, komm, pack mal den ganzen Kram hier. Was haben wir denn hier Schönes? Hast du coole Gewehre? Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Stufe 4, kann ich das schon benutzen? Bestimmt. Bestimmt, oder? Kann ich das vergleichen? Ja, mit... Ah, jetzt kann ich den Buchstaben da gar nicht sehen. G ist das, ne? Ja, G. Ah, damit muss jeder Schuss treffen, ne? Muss jeder Schuss sitzen. Das ist ein bisschen Fratzen. Das ist ein Einzelschussgewehr. Ich fratze gerade lieber ein bisschen rum, muss ich sagen. Ich bleib mal lieber hier bei Maschinengewehren. Ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder wir... jetzt bin ich ein bisschen... Ja, ist doch gut. Ich hab doch nichts gemacht. Lassen wir doch einfach gehen hier. Ist schon cool, ne? Ja, schon ganz nett, aber da muss man auch immer treffen. Mit einem Fratzgewehr kann man halt fratzen. Okay, hier ist unser Lager. Ist da was Spannendes für uns drin? Nicht wirklich, ne? Nee. Hätte ja sein können, dass da von vornherein was Cooles drin ist. Schrott ist verkauft. Sonst haben wir ja nichts mehr, ne? Neue Mission gibt's hier gerade nicht. Richtig. Was ist das? Quartiermeister, da waren wir gerade. Lager, Projekte, oh, Projekte hört sich gut an. Projekte hört sich gut an, das sind doch bestimmt Missionen. Da drüben, alles klar. Also erstmal hier durch den Schwarzlichtraum. Die Chillout Base. Ah, hier sind auch andere Spieler, wa? Ich grüße dich.
Zielprojekt, Jagdgruppe ausrüsten. Zielprojekt, Theater, unsere Jagdgruppe braucht Schutzpanzer und einen sicheren Ort zum Jagen, sonst werden die Leute hier bald verhungern. Stahlspenden, Brustpanzerspenden, feindliche Aktivität neutralisieren. Allen Schrott spenden. Ah, Schrott habe ich nicht, ne? Aber ich hab keinen Schrott, weil ich die Waffen verkauft habe und nicht verschrottet habe. Haha, stimmt, genau. Das kann man ja auch machen. Was wollt ihr hier haben? Kann ich leider nicht helfen. Kann ich leider nicht helfen. Ihr seid Zwillinge, ne? Cool, sehr schön. Freut mich. Da haben wir noch was. Du bist auch ein Verkäufer für Gadgets und so. Oder einfach... Ach nee, du hast das gleiche Angebot. Wie der Kollege drinne. Offensichtlich habt ihr ein Zentrallager. Finde ich sehr, also logistisch auf jeden Fall von Vorteil. Kommen wir jetzt da nach oben. Was ist das da oben? Das wird ja nicht umsonst hier einfach angezeigt. Hallo! Ah, auch wieder Projekte, ne? Das gleiche in grün, wie unten tippe ich mal. Und dann kriegen wir spezielle Blaupause, auch nicht schlecht. Natürlich super. Das ist natürlich alles. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Aber es bringt uns gerade herzlich wenig fürs Weiterkommen. Wir haben nämlich keinen Schrott. Den Haupteinsatz haben wir schon gespielt. Wir wollen jetzt diesen Nebeneinsatz machen. Kann man hier schnellreisen in dem Spiel vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Doch, da Schnellreise. X. Kann ich auch hier schnellreisen? Nee, aber ich kann zur Siedlung schnellreisen. Das ist ja super praktisch, Mann. Super praktisch. Das Theater. Siedlung. Und schon sind wir da. Obwohl ich das nur auf meine HDD installiert habe, das Spiel. So, Projekte helfen den Siedlungen, die Sicherheit der Überlebenden in DC zu gewährleisten. Mhm. Spenden. Haben wir gerafft, ne? Kehren Sie zum Projektbeauftragten zurück, um Ihre Belohnung abzuholen. Aber wir haben keinen Schrott. Tut uns wirklich leid. Aber vielleicht hat er ein paar coolere Waffen oder sowas. Oh, eine Flinte! Eine Schrotflinte oder ein geiles Maschinengewehr. Ein geiles Fratzgewehr. Vergleichen wir mal. Nein, nicht den Rucksack. Ja, freue ich mich auch, Junge. Aber erstmal will ich kurz was gucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kaufen wir. Kaufen, modifizieren. Kann ich da meine... Kann ich, ne? Sehr schön. Stopp. Oh, nochmal bitte. Kaufen. Kaufen, modifizieren. Hier oben anbringen, bitte. Okay. Mit Escape zurück. Aber ich will doch nur einen zurück. Nochmal. Also jetzt ein bisschen komisch gemacht. Aber wunderbar. Platz leeren, Waffenmods ansehen. F. Ach, wieder F drücken. Ich kaufe sie mir einfach jetzt. Haben wir schon. Habe ich jetzt mein Geld verplempert und die Waffe zweimal gekauft? Kann das sein? Ist das denn die Möglichkeit? Ja, leider. Und es tut mir auch leid. Ich habe sie mir sogar dreimal gekauft. Aber naja, sowas passiert in den besten Häusern. Das war aber auch wirklich gerade ein bisschen komisch gemacht, dass er immer wieder... Er stand der Escape zum Zurückgehen, aber ach komm, was rede ich hier? Jetzt müssen wir damit dealen. Ich vertick die gleich wieder, die Waffen. Nein, du sollst das abmachen. Und das hier unten bitte auch. Genau. Einfach abmachen. Einfach abmachen. Mehr will ich gar nicht. Und dann bauen wir das Ganze nämlich hier ran. Wir fanden das Gewehr so gut, dass wir es uns dreimal gekauft haben. Ich glaube, da können wir uns einig werden. Hat er schon dran, ne? Sehr schön. Und unten jetzt auch noch. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Nächstes Mal gleich kaufen. Ach, verdammt. Naja, aber danach ist man immer klüger. Eieiei. So, nein, verkaufen. Ja, ja. Was kriege ich denn jetzt dafür von dir, mein Freund? 25? Du bist ein Halsabschneider, weißt du das? Du hast gerade gesehen, ich habe mir das gerade hier gekauft. Du hast es mir dreimal in die Tasche gesteckt. Ja. So, mit Chelsea Watch sprechen, mit Lynetta Jackson sprechen. Hier überall oder wie? Und ploppen denn hier überall die Missionen auf einmal auf? Okay, dann quatschen wir mal kurz mit den Leuten. Das Spiel möchte es von uns.
We now have a working barbecue and better food. Lynetta Jackson, hi. Look, you tell him that this isn't up for debate. He needs to stand the fuck down. I'll try reasoning with him, but you know how he gets. I know he's going to get you all killed if he keeps this shit up. Deal with it. Out. Und nu? Hey, there's a True Sons munition stockpile a couple blocks southfield of the Department of Justice building. It's a risk we can't tolerate. Would you be up for some sabotage? Ja klar. Machen wir, ist die Mission jetzt aufgeploppt? Ich hoffe ja. Hier können wir uns das nochmal angucken. Neuer Meilenstein erreicht. Yeah, cool. Stabilität, Projekt. Ah, okay. Die Sachen könnte ich jetzt alle machen. Das sind auch die Nebenmissionen, die jetzt angezeigt werden. Dafür muss ich wahrscheinlich mit den Leuten jetzt reden. Siedlungsausbau. Ein neues Dach sorgt dafür, dass auch bei schlechtem Wetter alle trocken bleiben und weiter an den Siedlungsprojekten arbeiten können. Ein Grill ist eine tolle Ergänzung der Kochutensilien der Siedlung und hebt ganz wunderbar die Moral. Hydroponik. Das Hydroponik-System ermöglicht der Theatersiedlung Pflanzen anzubauen, ohne größere Mengen schweren Erdreis auf die Dächer bringen zu müssen. Außerdem ist es eine effiziente Art, sehr viele Pflanzen auf sehr kleinen Raum anzubauen. Spielecke. Eine Spielecke für die Jugend, wo sie sich von den Strapazen des Siedlungslebens ablenken können. Gerettete Kunst. Ein Ort, um die geretteten Kunstwerke auszustellen, die von den Einwohnern bei der Vorratsbeschaffung. Entschuldigung. Sollte nicht so viel Kohlensäure konsumieren während des Aufnehmens. Einwohnern bei der Vorratsbeschaffung gefunden worden. Okay, cool. Wissen wir also Bescheid. Mit wem sollen wir denn hier noch quatschen? Damit wir die ganzen Nebenquests und so freischalten können. Hi. Hello, I'm Anaya. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. It's a pleasure to meet you. Dito. Das war's schon, ne? Agent in need of backup. Wen haben wir denn noch hier alles? Cameron. Nebeneinsatz entdeckt. Yay! Haben wir auch diesmal gleich gekriegt. Hey, Agent. You've lost contact with a few people you've been living in. Das ist echt lange gedauert. Echt lange gebraucht dafür. Um auf mich zu reagieren. Can you check it out? Na klar, Mann. Deswegen bin ich hier. Mädchen für alles. Soll ich jetzt mit Odessa reden? Nicht, dass ich die nächste Hauptmission dadurch starte. Ich glaube schon. Hi, Agent. Okay. Wo hätten wir denn die nächsten Punkte noch? Hier könnten wir direkt runter. Aber hier gucken wir erstmal. Vielleicht können wir auch einen langsamen Weg nehmen. Hallo? Ist hier ein Questgeber vielleicht? Spieler suchen? Nee, spare ich mir jetzt erstmal. So, weiteres. Wenn die schweren Brocken kommen, da werde ich dann schon mir irgendwann mal mein Teamchen zusammenstellen. Aber atmosphärisch ist es auf jeden Fall. Allemal. Nee, hier sind keine weiteren Leute mehr. Schade. Alles klar. Hallöchen. Oh, hier ist noch einer. Sehr schön. Chelsea! I have a big favor to ask. The Declaration of Independence is still in the Archives building. I'm hoping you'd be willing to bring it back. I know we have more immediate problems to solve, but we could all use a reminder of what we're fighting for and what we stand to lose. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Einwurf und diese Nebenmission. Was gibt es hier? Jobs oder wie? Sickbay, do not cut lines. Patients will be handled according to the triage system. Okay. Agent requesting backup. Hier könnten wir direkt raus, aber wir haben noch mit Odessa zu reden. Die Projekte müssen wir nochmal checken und neuer Dienstlager. Primäres Seil zum Abseilen anbringen. Okay, dann müssen wir nochmal hoch. Hier ist auch wieder raus. Überall, wo schwarzlich ist, da geht man, glaube ich, raus. Okay, wir quatschen einfach. Wir werden wahrscheinlich dann die nächste Hauptmission bekommen, aber wir müssen ja nicht dann dahin laufen. Ich will erstmal die Nebenaufträge machen.
So. Dann nehmen doch Odessa. Dann können wir die schön abhaken. Hi. It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... All right! All right. We could probably spare some people. I'll be outside. She said you did your part. I won't forget it. Agent in need of backup. Haupteinsätze. Sie haben neue Haupteinsätze freigeschaltet. Coole Sache. Wo wäre der denn? Kann ich hier reinzoomen? Gerade jetzt gerade nicht. Na gut. Fertigkeitsfreischaltung. Durch den Abschluss dieser Haupteinsätze schalten Sie auch neue Fertigkeitenplattformen beim Quartier Master in der Operationsbasis frei. Aber die können wir alle leider nicht benutzen in der Beta. Schade eigentlich. Aber es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn wir schon in der Beta alle coolen Fertigkeiten freischalten könnten. Wer würde dann noch das Hauptspiel kaufen, ne? Also weniger auf jeden Fall. Neues Personal rekrutieren. Wenn die Siedlungen besser ausgebaut sind, können Sie auch Personal für die Operationsbasis entbehren. Kehren Sie zur Siedlung zurück, um nach jedem Ausbau neues Personal zu rekrutieren. Klar, machen wir auf jeden Fall. Dienste des Personals. Durch neues Personal werden neue Dienste in der Operationsbasis freigeschaltet, wie zum Beispiel die Anfertigung. Diese neuen Dienste machen es möglich, ihren Charakter weiter zu verbessern und an neuen Aktivitäten teilzunehmen. Nice. So, neuer SAD-Einsatz. Prioritätsmission freigeschaltet. Divisionsagent Alani Kelso hat Informationen zum SAD-Netzwerk Blackout. Oh ja, das brauchen wir, damit die verschiedenen Teile von Washington DC wieder miteinander kommunizieren können. He went to Jefferson Trade Center to try to reactivate a shade node hidden beneath the complex. I could really use your help to find him and get that node online. Ja klar, machen wir alles. Kann ich weiter? SAD-Technologie. SAD-Einsätze bringen Ihnen SAD-Technologie ein. SAD-Technologie ist ein wichtiger Bestandteil für das Arsenal eines jeden Divisionsagenten und kann verwendet werden, um neue Fertigkeiten, Varianten und Vorteile beim Quartiermeister freizuschalten. Cool. SAD-Technologie. Sie können SAD-Technologie auch durch das Absolvieren von SAD-Nebeneinsätzen, Stufenanstiege und das Plündern von Orten mit SAD-Technologie erhalten. Tutorial Band, das reicht. Das reicht. Wow, wir haben richtig zu tun. Wie krass. Ist ein Safehouse? Das wäre die Hauptmission, ne? Machen wir als allerletztes. Und ein Kontrollpunkt. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Wir haben richtig viel zu tun und das werden wir alles machen, aber nicht mehr. Nicht mehr in dieser Folge, denn das war's für heute mit The Division 2. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen. Reingau und der Leon. Bis dann. Tschüss.